Moin zusammen. 75 Jahre CDU-Kreisverband Vechta, eine extrem lange Zeit. 75 Jahre erfolgreich für unseren Landkreis Vechta. Und das haben wir natürlich einigen Menschen zu verdanken. Zuallererst Ihnen und euch, liebe Wählerinnen und Wähler, aber natürlich auch den CDU-Mitgliedern, die uns über die Jahrzehnte hinweg die Treue gehalten haben. Und jetzt gilt es, diese erfolgreiche Politik der letzten Jahrzehnte in die nächsten Jahrzehnte zu tragen. Und das wollen wir natürlich gemeinsam mit Ihnen, gemeinsam mit euch tun. Und jetzt haben wir, da wir leider nicht persönlich zusammenkommen können, einen kleinen Film vorbereitet und werden da einige Stimmen der letzten Jahrzehnte zu Wort kommen lassen. Von prägenden Persönlichkeiten der Vergangenheit, aber auch noch von prägenden Persönlichkeiten der Gegenwart. Und jetzt seid gespannt, denn Film ab! Es war damals in den Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre recht interessant. Es war recht politisch aktiv. Dadurch war hier auch eine starke Juso in Fisbeck. Und diese Juso hat dann auch gleichzeitig so eine Gegenbewegung, wenn man das so sagen kann, als Gegenbewegung auch vom politisch interessierten, vielleicht etwas konservativer eingestellten jungen Leuten hervorgebracht, die dann hier die Junge Union gebildet hat. Das war so, dass wir aus der Arbeit der Jungen Union heraus Politik mit beeinflusst haben hier vor Ort. Wir waren hier vor Ort in der schwierigen Phase der Gebietsreform und dort haben wir als junge Leute Partei ergriffen, Position ergriffen. Das war zu der Zeit eine extrem aktive Zeit der Jungen Union. Da habe ich gesagt, ja, etwas musst du ja nun auch politisch vorzeigen können. Geh mal in die CDU, vielleicht kannst du bei der Partei ja was lernen und die Partei von dir. Und das hat sich so ergeben. Wir hatten innerhalb eines Landtagswahlkampfes, das war 1994, da kam Helmut Kohl. Politisch ganz brisante Zeit, weil wir hatten zu der Zeit die Schweinepest. Es waren heftigste Demonstrationen von Landwirten, die hatten sogar die Autobahn gesperrt. Und es war so die Gefahr, dass uns die ganze Veranstaltung zusammen mit Helmut Kohl irgendwie in Demonstrationen zusammenbricht. Das ist aber dann nicht der Fall geworden. Helmut Kohl hat das ganz geschickt gemacht, hat die Hauptakteure vorher eingeladen, hat sich mit denen getroffen, hat die Sache besprochen. Und dadurch war auch die Störung innerhalb der Veranstaltung, wo immerhin im Reiterwaldstadion, ich schätze, an die 4000 Leute waren, ging dann recht gut und toll über die Bühne. Da habe ich Helmut Kohl mal so erlebt, wie er argumentiert, wie er so ist. Und war schon ein toller Eindruck, den man da hatte von dem Kanzler. Ein Highlight war noch, ich hatte an dem Tag auch noch meinen Geburtstag. Helmut Kohl hat gratuliert. Das war noch ein schönes Bild. Dann gibt es natürlich die entscheidende Frage, wie ist die wirtschaftliche Situation? Und die war hier äußerst schlecht, weil hier ja keine Arbeitsplätze waren. Wir mussten uns kümmern, dass wir zum Beispiel beim Land und beim Bund Fördergebiet für die Wirtschaft wurden. Denn wenn man jetzt durch Vechta fährt oder durch allen anderen Gemeinden, alles, was dort an Entwicklung ist, musste auch politisch begleitet werden oder politisch auch angestoßen werden. Und da waren eine ganze Menge an Aufgaben, aber auch ganze Menge Vorstellungen, dass man gesagt hat, wer tüchtig ist und gut, den können wir unterstützen und der unterstützt uns. Und Sie können reihum fragen und gucken, die Entwicklung des Kreises Vechta ist gemeinsam mit den Unternehmen und der Politik entstanden. Dadurch, dass die CDU hier 6, 7 Jahrzehnte die gestaltende Kraft gewesen ist in der Region, hat es eine gewisse Nachhaltigkeit gegeben, die sich dadurch ausgezeichnet hat, dass man auch politisch planen konnte, dass man politische Projekte angehen konnte, die man nachhaltig verfolgen konnte. Das ist schon so, dass die CDU die entscheidende, prägende Kraft im Landkreis Vechta gewesen ist. Wir haben ja hier im Kreis Vechta von der wirtschaftlichen Seite
haben wir eine Struktur, die ist geprägt durch die vor- und nachgelagerten Betriebe in der Landwirtschaft. Sowohl die Industriebetriebe, die entsprechend im Maschinenbau sind für die Landwirtschaft. Dann haben wir die entsprechenden Veredelungsbetriebe, Schweine, Hühner allgemein bekannt. Dann die auch die entsprechenden Betriebe, die einen sehr hervorragenden Ruf haben mit den entsprechenden Stallausrüstungen. Wir haben damals den Ausbau der A1 forciert, also die sechsspurigen Ausbau. Das ist mit von den Kreisverbänden Vechta, Kloppenburg richtig gepusht worden. Und es waren auch die Startschüsse für die Umgehungsstraße in Vechta. Wir sind einfach schon besonders hier im Oldenburger Münsterland. Wir sind besonders wirtschaftsstark, sind besonders geprägt von Landwirtschaft, aber eben auch von Automobilzulieferer, von Kunststoff. Und wir haben Spezialitäten, die gibt es sonst eben in dieser Form nicht. In ganz Norddeutschland gibt es kaum ein besseres Gebiet wie Kloppenburg und Vechta. Den Kreis Vechta zu verlassen, das fiel mir ja ein Traum nicht ein. Wir haben uns um die Zukunft, um die Sorgen und Probleme der Landwirtschaft gekümmert, weil die Landwirtschaft und die Veredelungswirtschaft ja eine der tragenden Säulen dieser Region ist. Ich komme selber von einem Bauernhof. Ich mache im Landwirtschaftsausschuss das Tierwohl und auch das landwirtschaftliche Baurecht, aber insgesamt Agrarpolitik. Natürlich hat die Gesellschaft sich verändert. Die Gesellschaft denkt über Landwirtschaft heute anders, denkt über Tierhaltung anders. Da müssen wir auch ein Stück Kompromisse machen. Wir müssen auch den Menschen zeigen, wie wir Produkte erzeugen. Gleichwohl muss es dabei bleiben, dass diese Betriebe ausreichendes Einkommen erwirtschaften müssen, um überleben zu können. Sonst macht alles keinen Sinn. Wirtschaftlich müssen wir uns im Bereich Ernährungswirtschaft deutlich anders aufstellen, da die Ernährungstrends doch in eine andere Richtung gehen als das, was wir hier im Landkreis Vechta haben. Die Fahrradtour ist entstanden, weil wir einen neuen Aufbruch wagen wollten im CDU-Kreisverband. Ich war damals junger, neuer CDU-Landtagskandidat. Wir wollten sozusagen uns bekannt machen mit Menschen, mit den Gemeinden, mit den Gruppen, mit den Institutionen. Jeden Tag hatten wir an einer anderen Station haben wir Landtagswahlkampf gemacht oder auch auf die Straße. Das war gut. Und wir sind dann jeden Tag oder mittags und abends immer woanders gewesen. Und wir haben auch eins gemacht, sind nicht abends nach Hause gefahren. Also wir haben dann vor Ort auch dort in den Hotels dann übernachtet. Wir hatten so eine Begeisterung. Wir hatten so eine Begeisterung, die ich so später in der Partei nie wieder erlebt habe. Das war eine besondere Aufbruchsstimmung, die wir damals hatten. Also 16, 17, als es darum ging, wer wird für den Wahlkreis nominiert, da waren wir vier. Und das war wirklich die schwierigste Zeit tatsächlich, weil das der Wechsel ist zwischen ich vertrete ein Interesse oder ich vertrete mich selber. Und damit persönlich umzugehen, dass man selber im Mittelpunkt steht, dass es nicht um das geht, nicht so sehr um das geht, was man sagt, sondern da ging es darum, wer ist sympathischer, wem trauen wir das zu, da ging es um den Mensch. Und deswegen war das für mich eine wirklich anstrengende Zeit. Aber am Ende, das muss ich auch sagen, auch ein Stück weit die schönste Zeit, weil dieser Abend mit unserer Urwahlveranstaltung hier im Rasterdom, als ich da war und dann kommen halt 2000 Leute in die Halle und du denkst, okay, das sind so viele Menschen, die sind nur wegen dir hier und sind hier heute, um dir zu sagen, Silvia, wir trauen dir das zu. Das war ein absolutes Gänsehaut-Moment. Dieser Abend ist einmalig in meinem Leben, der wird sich nie mehr wiederholen, da kann kommen, was will. Weil dieser Abend, als die Menschen und die Mitglieder der CDU mir im Oldenburger Münsterland das Vertrauen ausgesprochen haben, in dieser Deutlichkeit, das ist eine Wertschätzung und eine Wertschätzung auch für das, was man im Leben geleistet hat bis dahin, weil es ja oft Weggefährten waren, die da sind, über die Jahre, die ich einfach schon hier fürs Oldenburger Münsterland an verschiedenen Positionen gearbeitet habe. Es war unbeschreiblicher Gänsehautmoment, wenn Mandanten, die man seit 20 Jahren kommen und sagen, komm, ich habe 23 Leute dabei, wir wählen dich heute Abend. Das ist der aufregendste und der dankbarste Tag gewesen. Seitdem bin ich im Deutschen Bundestag. Politik ist nicht theoretisch, sondern Politik sind Menschen, die ich ansprechen kann, die meine Interessen vertreten. Das kann ich aber nur, wenn sie die mir sagen. Also, wir sind ja in der Regel nicht immer deckungsgleich mit Meinungen und mit Ideen.
Und Politik funktioniert nur da, wo sich Menschen für Politik einsetzen. Und das sind die Politiker auf der einen Seite, aber das sind die ganz normalen Menschen, die ihre Themen, ihre Ideen, aber eben auch ihre Kritik weitertragen. Weil nur das gemeinsam trägt am Ende unsere Demokratie und führt dazu, dass wir Entscheidungen verfolgen oder auch Ideen verfolgen, die ansatzweise das sind, was man sich wünscht. Ich habe festgestellt, dass doch zunehmend auch in Diskussionen, auch gerade in Diskussionen in den sozialen Netzwerken, der Ton ein etwas rauerer wird. Und man als politischer Vertreter auf eine Art und Weise angegangen wird, und dass mich das bis in die Familie verfolgt, das würde mich sehr bedenklich stimmen. Hinterfragen auch viele nicht, ob die Meinung richtig ist oder nicht, sondern je mehr man macht, desto mehr steht auch der Mensch einfach so als Kritikpunkt im Raum. Dieses Politiker-Bashing einfach so drauf los, kommt bei mir zum Glück erst langsam, aber es kommt halt auch an. Das andere ist halt so, dass man natürlich auch lernen muss, dass andere Menschen anderer Meinung sind. Und wenn man selber überzeugt ist davon, dass das, was uns verbindet, das, was wir hier machen, dass es gut und richtig ist, dann muss man halt für seine Meinung kämpfen und streiten. Das gelingt nicht immer. Und was mich frustriert oft, ist, dass es so lange dauert. Also oft dauern politische Entscheidungen, bis man es dann wirklich im Gesetzestext liest, Jahre. Und wenn man eigentlich weiß, das ist doch so einfach, und es dauert so lange, dann ist das ganz, ganz schwer zu akzeptieren. Aber wenn es dann gelingt, so Schritt für Schritt, dann kann ich mich da am Ende mit anfreunden. Aber mein Ziel ist tatsächlich zu sagen, Politik muss schneller sein. Und in Corona-Zeiten hat Politik ja auch bewiesen, auch Bundespolitik, dass sie richtig schnell sein können. Das heißt, es geht und das möchte ich einfach versuchen, noch mehr auch auf die breite Ebene zu kriegen. Ein Anliegen ist mir, dass Frauen hier in der Berufswelt, auch im politischen Leben, im Landkreis Vechta deutlich unterrepräsentiert sind. Also wenn ich bei Veranstaltungen des Oldenburger Münsterlandes bin, bei Bankveranstaltungen oder sonstigen Terminen, dann sehe ich da immer noch Männer in schwarzen Anzügen durch die Gegend laufen, wie ich auch, und schaue mich um und die Zahl der Frauen, die dort sind, kann ich an einer Hand abzählen. Und da meine ich, da hat die Region einen ganz erheblichen Nachholbedarf. Da müssen wir auch selber was daran tun, dass Frauen entsprechend ihren Wünschen auch stärker am Berufsleben hier insgesamt teilnehmen. Damit hängt auch zusammen, dass wir zum Beispiel das Thema Kinderbetreuung hier nicht besonders stark ausgeprägt war. Und das hat sich jetzt auch, glaube ich, gerade in den letzten 10, 15 Jahren ganz erheblich geändert, sodass die Familien wirklich die Wahl haben, wer berufstätig sein will und ob vielleicht nicht auch beide Beruf und Familie verbinden können. Ich mache ja auch, versuche ja auch viele Veranstaltungen zu machen, einfach ganz speziell, um auch Frauen anzusprechen, damit eben auch weibliche Mitglieder stärker vertreten sind bei uns. Der Appell kann tatsächlich nur sein, anzufangen. Einfach anzufangen, loszulaufen und anzufangen. Also ich kann Leuten, die sich für ein politisches Amt interessieren, nur den Rat geben, macht das immer in dem Bewusstsein, dass ihr Politik für die Menschen macht. Es ist immer schwierig, politische Arbeit zu machen. Die war damals schwierig und die ist heute schwierig. Und jeder, der sich mit Politik beschäftigt, was ja eine Grundvoraussetzung ist, dass unsere Demokratie funktioniert, da kann ich nur einen Hut vor abnehmen. Dinge nicht persönlich nehmen, sich an der Sache orientieren, klares Ziel vor Augen haben, was man politisch erreichen möchte und dieses Ziel dann immer stetig auch zu verfolgen, auch wenn das jetzt mal gerade nicht so angesagt wird. Die guten Themen kommen alle immer wieder. Wenn man die Freizeit nutzen kann, indem man für die Allgemeinheit was tut, unabhängig von Partei, die ist wertvoller angelegt, als wenn man im Wald spazieren geht. Und ich hoffe, dass alle Parteien, CDU, SPD, ein gutes Fundament haben. Und wenn die CDU dann das stärkste Fundament hat und auch die stärkste Partei, dann würde ich mich besonders freuen.